und felice eterna. Jedes Mal, egal wie oft man eine Oper gemacht hat, es ist immer wieder neu. Es ist auch schön, es ist immer wieder neu zu verlieben, immer wieder neu suchen, immer wieder neu kämpfen für die Sachen, die für mich persönlich jetzt wichtig sind. Sie strahlt wirklich aus und sie inspiriert uns. Und ich würde sagen, dass das Gefühl der allen Musiker im Orchester ist. Viele junge Menschen, die hier singen, die Traviata, der Bacchus, die Annina, eigentlich alle haben mit mir jetzt in Bulgarien angefangen. Ich möchte gerne mit ihnen das teilen und dass sie wissen, dass die Schönheit von Bulgarien ist für mich genauso wichtig, die riesige Schönheit, und das für mich kommen einfach immer meine Seele zusammen. Grundsätzlich verlangt sie, dass jeder Musiker seine Stimme schon alleine zu Hause vorbereitet. Man kann nicht einfach auf der Bühne für die erste Probe sitzen und dann erstmal sehen, worum es geht. Und wenn es um schwere Titel geht, dann muss man sich wirklich zu Hause gut vorbereiten, sodass wir dann auf der Bühne wirklich uns unterhalten, was hinter den Noten steht. Jedes Mal, wenn ich stoppe und ich sage, warum ist es mir nicht genug Pianomusik, zum Beispiel immer erklären, was ist für eine Situation in der Oper. Nicht alle kennen die Oper, aber wenn der Germain kommt oder wenn die Violetta muss auf diese Liebe verzichten und dann kommt diese Klarinette und sie spielt und sie schreibt diesen Brief. Und dann ist mir immer wichtig, dass es ein weicher Klang ist, aber dass sie immer zusammen atmen und so fast in ihre Gefühle und dann in ihre Seele reinkommen. Weil nur Piano und Forte hilft nicht. Traveling from city to city every day, doing performances, it's something that we as an orchestra have become very used to. So actually the conditions right now are very much in our favor, because we flew over with an airplane. We basically have stayed in one location. We've rehearsed in the same venue. Dass sie uns zu Hause eingeladen hat zur Probe, das war wirklich sehr lieb, weil sie lässt uns eigentlich in ihrem privaten Leben rein und wir schätzen das sehr hoch. Nach diesem Besuch ist man nicht mehr derselbe, muss ich das sagen. Und ich behalte das alles in meinem Herz. Die Musik ist ja auch eine tolle und mitreißende Musik. Und da passiert schon einiges, also in einem selbst. Also man ist so ein bisschen hingerissen und man darf sich nicht zu sehr hinreißen lassen, um exakt zu sein. Also was die Lautstärke anbetrifft und die Dynamik eben. Man muss sich auch im Zaum halten können bei der Musik.
Natürlich können wir alle das auswendig, doch es ist eine psychische Stütze, würde ich sagen. Einfach der Glaube daran, dass doch für den Notfall doch mal, ja. Besides working with the orchestra and preparing the instrumental ensemble, she coaches the singers, she coaches the soloists, she works with the choir, and she also does the director's work, which is a lot to handle. Ich will keine Spielerei, interessiert mich auch nicht, weil niemand glaubt mehr an das Spiel. Unsere Art von Musik zu machen ist so viel anders. Wir haben keine Perücken, keine Kostüme, kein Schminken. Wir sind wir. Ich suche aus die Leute, wie sie sind. Und deswegen ist es für mich sehr einfach, ihre Seele einfach zu unterstützen und sie singen zu lassen. Und dann passiert alles fast von alleine. Wenn ich etwas dann besonders will, dann sage ich ihnen das schon. This is splendid, oh joy. This is splendid, oh joy. This is splendid, oh joy. This is splendid, oh joy.